Einen wunderschönen guten Tag. Alles klar. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. War Hospital ist jetzt Folge 21. Finde ich gut. Wir sind wieder ordentlich am Forschen. Das machen wir immer mit Vorlieben. Wir geben mal ein bisschen Gas. Wir haben noch Zahlungsanweisungen. Ja. Haben wir noch Patienten, die nicht zusortiert sind? Nee. Wir hatten aber irgendwo... Ah ja, hier. Den VIP. Den müssen wir noch machen. Ich hoffe, dass der was bringt. Kann ja leider gar nicht so genau sehen, wer er ist und was er macht. So, und die drei... Die schicken wir alle mal hier rein, um noch mehr von den schicken Zahlungsanweisungen zu bekommen. Aktuell unser kleines Manko. Ja, immer her damit. Je mehr, desto mehr. Bruder Tucks Kloster sieht alt und robust aus, aber es gibt Anzeichen für kürzliche Kämpfe. Zerbrochene Fenster und Türen, verstreut herumliegende Ausrüstungsgegenstände und zerbrochene Metflaschen. Bruder Tuck wirkt beschämt, als er die Kundschafter sieht. Verlegen versucht er, sich für den Zustand des Klosters zu entschuldigen. Aber nach einer kleinen Aufmunterung erzählt er ihnen, was passiert ist. Das Kloster wurde von einer Gruppe von Räubern und Deserteuren ausgeraubt. Sie behaupteten, Zuflucht für die Nacht zu suchen, woraufhin die Mönche sie hereinließen. Als ihre Forderungen nicht erfüllt wurden, wurden die Räuber gewalttätig, zerstörten das Mobiliar, griffen die Mönche an und stahlen alle Vorräte, Met und Wertsachen, die sie finden konnten. Den Brüdern anbieten, sie ins Krankenhaus zu bringen, anbieten, die Räuber zu jagen und die Mönche angegriffen, was die Mönche angegriffen haben. Das ist, glaube ich, egal, oder? Was man da nimmt. Wir jagen die Angreifer. So. Bruder Tuck erklärt den Kundschaftern, dass sie Gewalt ablehnten. Aber ohne die Vorräte würden nicht nur das Kloster, sondern auch viele Dörfer ohne Medizin und Versorgung dastehen. Schweren Herzens nimmt er das Angebot der Kundschafter an, bittet sie aber, den Räubern wenigstens eine Chance zum Aufgeben zu geben. Na klar, machen wir das. Sir, patient is cured. Na klar, wenn wir das tun. Wir sind da ganz ehrlich. So, was haben wir hier? Es liegt noch einer im Dings. Achso, das ist, weil der sich hier ausruhen muss, ne? Einer ist hier noch nicht behandelt. Da kommen nochmal zwei, das ist okay. Wir gucken mal ganz kurz nach den Krankenschwestern. Die könnte sich vielleicht mal ausruhen. Wir sind gerade zu zweit, ich glaube, das ist okay. Und die hier könnte sich auch ausruhen, einfach nur, weil wir es können. Ändern wir die oder wechseln wir die jetzt mal durch. Hier haben wir unseren Dings wiederbekommen. Das ist natürlich richtig gut. Da könnten wir tatsächlich überlegen, wir haben 11 Zahlungsanweisungen, Entschuldigung, ob wir nicht doch nochmal hier was forschen. Ich bin aber auch echt unverbesserlich, oder? Jetzt mal ehrlich. Ich bin aber auch unverbesserlich. Heidewitzka. Lager. Ich weiß nicht, Lager brauchen wir nicht. Wollen wir die LKWs trotzdem mal machen? Nein, machen wir nicht. Wir machen die LKWs nicht. So, und das Lager machen wir auch nicht, weil das Quatsch ist. Hier, Produktionsstationen für Gewächshäuser. Da macht auch keinen Sinn. Was ist denn hier noch? Produktionsstation. Nee, das können wir immer mal machen. Dann lass uns lieber für die Heilung gehen. 6 Zahlungsanweisungen, um das hier freizuschalten. Ehrlich gesagt, nö. Dann lass uns doch die hier einfach auch machen, oder? 9. Reha-Zentrum. Erhöht das Tempo der Reha um 10%. Finde ich gut. Machen wir das mal. So, pass auf. Und hier nehmen wir auch mal einen raus. Und setzen ihn hier zu den orthopädischen Einlagen. Sir, new patient arrived. Ich trage ja auch Einlagen. Sir, engineers reached the construction site. So, die sind gut ausgeruht. Die können direkt mal loslegen. Die sind halt noch dabei. Der VIP muss noch. Sir, hast du gesehen? Nurses reached the rehab. Nö. Da kommt ein Zug nach nirgendwo. Sir,
kriegen nochmal. Ist es das hier? 6.13 Uhr? Ne, es muss ein anderer sein. Bringen die. Bringen die Verwundete? Operation was successful. Weiß man nicht genau. Ah, wait. Hier ist noch einer da. So, guck mal. So, bitteschön. Und der hier für kürzere Genesung einfach mal hervorragend. Finde ich gut. Wir müssen nicht ganz so durchhetzen, tatsächlich. Gerade wenn wir so etwas mehr zu tun haben. So, ihr könnt euch ausruhen. Du ruhst dich auch mal aus. Und du gehst mal da mit rein. Verbesserung technisches Depot. Wir lassen die mal. Die können sich ausruhen. Die forschen hier. Und wenn die hier gleich fertig sind, die hier, wenn ihr als erstes fertig, dann gehen die in das technische Depot. So. Sir, Engineer is on the way. Und Leben im Kloster. Kundschaft hat eben spürt die Räuber auf. Genau, das müssen wir machen. Sir, Scouts Unit has started a new mission. Sehr gut. Also in jeder Questline gibt es übrigens ein Achievement, falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte. Ja. So ist das. In jeder Questline gibt es eins. Wir haben schon wieder 8 militärische Anweisungen. Das ist gut. Und wir kriegen noch 4, macht 12. Das ist doch gut. Sir, Doctor is starting a new shift. Dann Mantau. Glück auf. Ich meine wohl auf, wie auch immer. Sir, operation was successful. Schön. Oh wow, die müssen sich alle ausruhen. Warte mal, ihr geht mal hier schön mit in das technische Depot hier rein. Ihr könnt euch gleich alle mal ausruhen. 10 Stunden, 8,5 Stunden, das finde ich ist okay. Also von da gehst du damit rein. Dann können die nämlich gleich alle austauschen. Sir, operation was successful. Sir, engineers reached the engineering depot. So. Und? Das spähende Auge. Das Kundschafterteam kann die fragenden Männer problemlos ausfindig machen. Der Kommandant der Kundschafter beschließt, sie zu beschatten, da jedes Anzeichen von Soldaten sie schnell aufschrecken lässt. Wir sind jetzt bei den Spionen, glaube ich. Nach kurzer Zeit folgen die Kundschafter den Männern zu einem kleinen Lager, das in einem Wäldchen versteckt ist. Darin befinden sich viele Männer, die sich alle auf Deutsch zu unterhalten scheinen. Beim Beobachten des Lagers fällt auf, dass im Zelt in der Mitte viele Dokumente verstreut sind. Einige scheinen handgezeichnete Karten der Gegend zu sein. Nach einer Weile beendeten die Männer ihre Unterhaltung und brachen die Zelte ab, wahrscheinlich um die Region zu verlassen und ihre Ergebnisse zu melden. Einerseits weiß der Kommandant der Kundschafter, dass sie in 1 oder 2 Stunden weg sein werden. Wenn er jetzt aufbricht, um das HQ zu benachrichtigen, wird er sie sicher aus dem Auge verlieren. Andererseits ist es riskant, sie jetzt anzugreifen. Die Männer sind in der Überzahl und scheinen mit Handfeuerwaffen bewaffnet zu sein. Ach, du ahnst es nicht. Was sollen wir jetzt machen? Ja, wir sollten die Spione irgendwie... ne, ihr wisst schon. Das kann jetzt anzugreifen. Die Männer sind überzeugt. Wir starten Bericht. Der Kommandant der Kundschafter beschließt, das HQ zu benachrichtigen, da dies Vorrang hat. Während sie sich zurückziehen, wird einer der Kundschafter entdeckt. Die Deutschen greifen nach ihren Handfeuerwaffen. Der Kommandant ruft zum Rückzug und sie fliehen unter schwerem Beschuss aus dem Lager. Nach der erfolgreichen Flucht sieht der Kommandant nach seinen Männern. Anscheinend war das Glück diesmal auf ihrer Seite, denn keiner wurde getroffen. Der Kommandant runzelt die Stirn, denn er weiß, dass die Deutschen sich nun bewusst sind, entdeckt worden zu sein. Er ist sich fast sicher, dass sie zusätzliche Maßnahmen ergreifen und ihre Spuren verwischen werden, damit sie nicht verfolgt werden können. Er weiß auch, dass es jetzt nur noch darum geht, das HQ zu informieren. Die Leute dort sollen sich um diese Angelegenheit kümmern. Das ist gut. Und das heißt natürlich, wir starten direkt die nächste Mission. Das Kundschafterteam muss das HQ erreichen. Genau. 9 Stunden, das geht. Wir könnten natürlich noch ein Team rekrutieren. Ich glaube, das geht aber gar nicht, oder? Wir haben Kundschafter. Nee, da sind wir besetzt. Es sei denn, wir... Wo ist denn das? Hier ist das gar nicht. Das ist bei... Ist das bei Produktion? Nee, das ist bei Aufklärung. Ne? Hier. Katsching. Verbessert Kundschafterzelt. Erhöht die Anzahl der verfügbaren Kundschafterteams um 2. Also da wäre ich ja fast noch, Entschuldigung, dafür das hier zu machen. Da kann sich mal einer drum kümmern, bitte. Danke.
Könnten wir hier nochmal Hundezwinger machen? Also noch zwei Kundschafterteams, das gibt die Map eigentlich gar nicht her. Ne? Wir haben jetzt hier noch einen. Warum sollten wir noch zwei? Weiß man jetzt auch nicht so genau. Haben wir noch Personal über? Nee. Aktuell nicht so. Hundezwinger, das sind die hier, die sind gleich fertig. Ja, wir lassen es erstmal so laufen. So, nicht, dass wir unsere Patienten aus den Augen verlieren. Das ist ja unser Kerngeschäft eigentlich. Haben wir den VIP? Hier. Sir, ich muss Sie davon in Kenntnis setzen, dass das HQ in Großbritannien Druck macht, Private Alistair Young aufgrund seiner Kriegsneurose als kampfunfähig einzustufen. Auch wenn er sich alle Mühe gibt, es zu verbergen. Das britische HQ ist bereit, uns Ersatz aus Großbritannien zu schicken, wenn wir im Gesuch nachkommen. Kampfunfähig. Okay. Aber was heißt denn kampfunfähig entlassen? Aus dem Dienst entlassen. Ja, aber das können die dem ja klar machen, oder? Das müssen wir ja nicht tun. Das müssen wir ja nicht tun. Das können die ja da hinten dann. Sir, patient is cured. So. Ding dong. Hier gucken wir nochmal eben kurz rein. Da kommen nochmal Patienten um 10.24 Uhr. Aber wir kriegen auch noch ganz viele von diesen Dingern. Das ist doch gut. Also, ich finde, aktuell läuft's gut, würde ich sagen. Hier setzen wir nochmal einen rein. Und zwar ihn hier. Er ist der fitteste. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen gespart. Und Aaron Oak, der macht ja das hier. Der kann da ruhig mal ein bisschen schon mal sich vorbereiten. Ach, wisst ihr was? Ihr macht das alle mal. So. Einmal aber der nicht. Doch, der auch. Ne, der. Der hier. So. Dann könnt ihr alle mal so ein bisschen machen. Na, ist jetzt nicht so hilfreich, oder? Ich weiß es noch nicht. Wir gucken mal. Wir haben halt nicht mehr so viele. Andererseits können wir uns das auch gerade schenken. Und lieber gucken, ob wir nicht noch eine Forschung machen. Pass auf, wir gehen hier mal für diese Verbesserung. So, pass auf. Wir machen das mal hier. Wir setzen die alle mal da rein. Haben wir das schon mal einfach gemacht. So, wir wollen es sowieso machen, von daher wir verbessern die chirurgische Station. Genau, der Hundezwinger ist fertig. Das heißt, der ruht sich einen Moment lang aus. Ja, das hier dauert halt Ewigkeiten, ne? Und das hier, oh, wait. Das waren 40 Stunden, jetzt ist es nur bei der Hälfte. Nice, okay, egal. Der ruht sich trotzdem aus, wie es bei den Krankenschwestern. Die sind alle fitti, möchte im Reha-Zentrum arbeiten. Möchte nicht hier arbeiten, Reha-Zentrum, dann geh doch mal da rein. Guck mal, dann sind doch alle irgendwie... Möchte hier arbeiten, Feldlazarett, guck mal. So, guck mal, so sieht doch, das sieht doch schön aus. Nurses are on the way. Ja, genau, jetzt tauscht ihr alle mal die, schön die Plätze. Alle mal aufrücken. Nurses reached the hospital. Haben wir natürlich krasse Verbesserungen. Ich glaube, oh, da kommen neue Patienten. New patient arrived. Okay. Die sind, glaube ich, easy peasy. Wir geben ihnen wieder die beiden hier oben. Ich werde die mal zuerst belegen, weil die schon zwei Skillpunkte haben. Ne? Und, Sir, patient is cured. Genau. Oh, eine fröhliche Räuberbande.
Das Kundschafterteam findet die Räuber tief im Wald auf einer Lichtung, die von einem kleinen Bach durchzogen wird. Ihr Lager sieht aus, als hätte es gerade eine Schlacht gegeben. Viele verwundete oder sterbende Männer liegen im Gras. Viele Zelte sind kaputt oder zerstört und Vorräte und Wertsachen liegen im Lager verstreut. Eine Gruppe von Räubern scheint gerade dabei zu sein, die Verwundeten zu erledigen und alle Leichen auf einen großen Haufen zu werfen, wahrscheinlich um sie zu verbrennen. Offenbar gab es eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Räubern und es kam zum Kampf. Die verbliebenen Räuber sind den Kundschaftern immer noch zahlenmäßig überlegen, aber sie scheinen keine Gewehre dabei zu haben. Der Kommandant ist so überzeugt, dass sie keine Probleme haben werden, die Räuber zu überwältigen und festzunehmen. Ich würde sagen, wir geben das dem Haku oder hinter. Nee, töten nicht. Wir bringen es den zum Haku. Wie Bruder Tak es wollte, geben die Kundschafter den Räubern eine Chance, sich zu ergeben. Sie zeigen sich ihnen und rufen den Räubern zu, diese scheinen überrascht zu sein. Zuerst greifen sie zu ihren Waffen, vor allem zu Messern und behelfsmäßigen Nahkampfwaffen. Sie versuchen, die Kundschafter anzugreifen, doch ein Warnschuss schreckt sie alle ab. Schreckt sie schnell ab. Sie wissen, dass sie im Kampf keine Chance haben und geben auf, aber einige versuchen zu fliehen. Dieser Versuch wird schnell unterbunden, als einem der fliehenden Männer ins Knie geschossen wird. Die Räuber sind rasch verhaftet, die Vorräte und Wertsachen aus dem Kloster werden eingesammelt, die Kundschafter verlassen die Lichtung ohne Verluste und bringen mehr als 10 gefesselte Männer ins Haku, zusammen mit vielen Karren mit den aus dem Kloster gestohlenen Waren. Okay, hier gibt es eine ganze Menge. Das Kundschafterteam eskortiert die Räuber zum örtlichen Haku. Das Kundschafterteam hat 5 Alkohol pro... Was ist das denn? Kundschafter erhalten? Das Haku bietet 4. Ah ja, guck mal hier. 4 Zahlungsanweisungen und eine Personal. Ihr wisst schon. Und schaltet neues Depot, das Kloster frei. Sir, Scouts Unit have started a new mission. Das ist schön. Moral sinkt. Oder Moral steigt und wir haben ein Dings mehr. Wir machen das so. Und checken mal eben. Depot, Einkommen, Laster holen, Laster stornieren, Laster entsenden. Jetzt geht das. Das ist ja verrückter Scheiß. Das ist ja richtig crazy Shit. Okay, wartet mal. Kommt der jetzt? Die kommen jetzt zurück, ne? Die Räuber, einen Tag zum HQ bringen. Okay. Kürzere Genesung, hervorragend. Da gucken wir noch mal kurz rein. Ist noch alles da? Wir haben so ein paar Zahlungsanweisungen. Ach ne, die bekommen wir erst noch. Ne? Die bekommen wir erst, wenn es losgeht quasi. Dann checken wir noch mal ganz kurz. Hier ist alles für die. Hier haben wir einen zu viel. Verbessert chemische Station. Den setzen wir mal hier mit rein. 12 Stunden. Na gut. Da müssen wir jetzt mal gucken. Dauert jetzt noch einen Tag, bis die wieder zurückkommen. OP-mäßig läuft alles gut. Engineers reach the engineering depot. Können wir noch mal gucken, wie das mit dem Zeitplan ist. 10.24 Uhr kommen 9 Patienten. Gut, aber wir sind eigentlich gut vorbereitet. Sir, Operation was successful. Hervorragend. Und? Sir, HQ sent us an additional squad of soldiers straight from Britain. There is also einen weiteren Trupp Soldaten direkt aus Großbritannien geschickt. Außerdem ist eine... Was? Major Wells. Ich bin froh, dass mein Einfluss im britischen Haku ausreicht, sie zu erreichen. Ich habe entsprechend dafür gesorgt, dass das Haku seine Zusage einhält und Entsatz für meinen Sohn in ihre Einrichtung schickt. Verstanden. Wir haben Verstärkung eingetroffen. Plus 6. Ja, das ist schön, aber das brauchen wir so gar nicht. Naja, gut, schade. Okay. Naja, gut, dann können wir das da hinsetzen. Moralmäßig sind wir gut aufgestellt. Hier kommen jetzt eben die neuen Patienten. Sir, new patient arrived. Also 1 zu 10, würde ich sagen, ist das hier, ne? So, dann kommt doch alle mal rein. Dann können wir doch hier direkt schon mal loslegen. Hier, du einen da, du einen dort, du hier den Dreier und du hier ihn. So, nur schon mal die erste Riege komplett tot drin. Ich habe leider die Frau nicht gehört, was sie da gerade gesagt hat. Ne? Sir, new patient. New patient arrived.
Okay. Die wollen im Reha-Zentrum arbeiten, die wollen im Feldlazarett arbeiten. Ja, das tut mir jetzt leid, aber irgendwie eins von beiden geht nur. Müssen wir es mal so machen. Engineers. Alles gut, alles gut. 4,5 Stunden, dann sind wir quasi fertig. Sir, nurses are on the way. Immerhin haben wir jetzt tatsächlich das mal gefunden mit dem LKW. Und wow, von 3 auf 1. Und eine kürzere Operation. Sir, patient is cured. Sehr gut. Hier können wir direkt irgendeinen wählen. Hervorragend. Ja, und hier würde ich sagen, du bist hier in 3 Stunden dran. Du hast hier nur 1 Stunde, dann kriegst du den 5-Stunden-Dude. Und die anderen teilen sich die anderen dann auf. So, guck mal. Ja. Da überarbeitet sich keiner. Arbeitet etwas weniger effizient im Reha-Zentrum, wird etwas langsamer müde, arbeitet erheblich effizienter im Reha-Zentrum, auch schön. Arbeitet effizienter in Gesellschaft. Langsamer müde, das finde ich gut. Langsamer müde ist quasi, da profitieren wir alle von. Sir, operation was successful. Okay, hier steigt die Moral. Das ist, wie ihr sehen könnt, kürzere Genesung, nö, dann nehmen wir das. Klar, wenn wir jetzt hier Psychotherapie hätten, was würde das denn heißen? Wir würden hier weniger Energie haben, aber ein Fläschle mehr. Okay. Kürzere Operation über längere Genesung, das ist okay, das ist jetzt nicht so gut. Jagd auf Spione. Das Kundschafterteam hat das Akku erreicht. Der Bericht wird schnell von einem Offizier entgegengenommen, der sich sehr besorgt zeigt. Ihm zufolge gab es viele weitere Berichte über Spionageaktivitäten an der gesamten Front, was auf eine große Operation der Deutschen hindeuten könnte. Der Offizier teilt den Kundschaftern mit, dass ein Suchtrupp organisiert wird, um die Spione zu fangen. Er bietet den Kundschaftern an, sich dem Suchtrupp anzuschließen. Das Akku wird 4 als Belohnung bei der Hilfe. Das Akku wird 8 als Belohnung. Ja, wir helfen. Sir, Scouts Unit has started a new mission. Wir werden die auf jeden Fall fangen und so. Die Spione. Sir, so. Operation was successful. Nice. Machen wir nicht ganz so schnell. Ist der wirklich ein bisschen wie Speedy Gonzales hier unterwegs. In 3 Stunden haben wir tatsächlich. 3 Stunden. Pass auf, dann machen wir hier mal weiter, damit wir hier das doch noch mal ein bisschen aufstocken. Die haben wir jetzt einfach wieder verloren. Sir, operation was successful. Die ganzen Vorräte. Es ist schon schön gemacht. Also die Stimmung, finde ich, ist gut eingefangen. Von 4 auf 0. What the heck? Okay. Also ich meine, ihr seht ja, offensichtlich macht uns das so gar nichts aus. Wir können auch richtig schön produzieren, weil wir richtig viele Schraubenschlüssel kriegen. Das ist natürlich schon auch nice, ne? Wing! Und keiner überarbeitet sich, das finde ich besonders gut. Bin ja dafür Arbeitsschutz und so, ne? Ja, woher kommen die denn jetzt? So, er geht direkt da oben hin und er. Hier sind 3er. Oh, hoffentlich geht die OP schnell vorbei. Ja, natürlich. Sie werden nicht viel davon mitbekommen. Dank unserer Sir, neuen. Operation was successful. Anästhetikums. Na, dank der neuen anästhetischen Medizin. Das war das, was ich sagen wollte. So, 5 Stunden. Sir, operation was successful. Da müssen wir mal gucken, hier stimmt irgendwas nicht. Oh, alle machen Pause. Oh, okay. Naja, gut. Schwierig.
Möchte nicht hier arbeiten. Möchte hier arbeiten im Reha-Zentrum. Möchte hier auch arbeiten. Warten, bis sie ausfallen. So, hier hätten wir von 2 auf 1 und hier hätten wir geringere Kosten. Wir nehmen die geringeren Kosten, haben wir ja gesagt, ne? Machen wir. Sir, operation was successful. Hervorragend. So, die geht alle mal hier unten rein. Wir holen uns so viele Anweisungen, wie es irgendwie geht. Am 11. gibt es den Angriff, irgendwo nachmittags. Bis dahin müssen wir irgendwie durchhalten. So. Sir, nurses are on the way. Ja, kein Problem. Da haben wir den nächsten Ausfall bei den Ingenieuren. Der ist erschöpft. Dann mach halt mal Pause und du machst mal hier mit. Genau. On the way. Damit wir das fertiggestellt haben. Zwei Stunden dauert das noch. Sir, may I inform you that I left a personal recommendation note with one of the patients who was recently brought to the casualty clearing station. Oh ja, ist das so? Sir, operation was successful. Hier ein VIP. Ja, das ist ja gar kein Problem. Dann Sir, I ask you to reconsider. Zurückdenken. Wir brauchen keine umfangreiche Operation für ihn anzusetzen. Wir müssen ihn nur am Leben erhalten. Eine Amputation ist völlig ausreichend, Sir. Erich, Freunde. Wir widersetzen uns. Jawohl. Sie ist erschöpft. Sie geht mal schlafen. Und sie geht auch mal schlafen. Ja, wir machen jetzt hier keine Amputation, warum auch. Er soll schon ruhig auch behandelt werden, wie jeder andere auch. So, jetzt wieder ein voller Tag voller Blut und Schlamm. Okay, Pause. Hier haben wir wieder was. Was ist denn hier? Kann ich da nicht draufklicken? Was ist denn das für eine Nummer? Wenn unsere Berechnungen stimmen, nähert sich unser Tunnel dem abgestürzten Zeppelin. Die Ingenieure sagen voraus, dass der Tunnel das zusätzliche Gewicht aushalten sollte, wenn sie zusätzliche Stützen einbauen. Aber sie können es nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Wir könnten ihn umgehen, um sicher zu gehen, aber das würde zusätzliche Arbeitskraft und Nahrungsmittel für die arbeitenden Soldaten erfordern. 2 Ingenieure für 24 Stunden ausgesandt. 500 Schraubenschlüssel sind für die zusätzlichen Stützen des Tunnels erforderlich. Der Tunnel wird danach in einem besseren Zustand sein. Oh, 500. Ja, komm, wir machen das. Ja. Hier, ihr beide vielleicht. 2 Ingenieure. Das ist natürlich krass. Aber gut, was soll ich jetzt sagen, ne? Eine fröhliche Räuberbande. Jagd auf Spione. Ich finde, wir hätten das Essen nehmen sollen. Ich will nicht sagen, ich habe Hunger, aber naja. Naja. Nee, einer muss ins Reha-Zentrum. Möchte hier arbeiten, ins Reha-Zentrum. Sir, nurses are on the way. Angehalten, ja. Ihr kommt alle hier hinten rein. Damit wir genug Zahlungsanweisungen haben, uns mal ein paar Medizinsachen zu bestellen. Das werden wir jetzt mal machen. Genau, 20 ordern, weil wir nicht so viel produzieren können. Genau, so wird das sein. Ja, und wir nähern uns... Ja, wir nähern uns mal wieder einer Zwischensequenz.
Sir, nurses reached the casualty clearing station. Was war das? Sir, nurses reached the rehab. Okay, ich würde sagen, das war ein Cliffhanger. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von War Hospital. Dann genauso spannend. Geht's weiter. Macht's gut.